Auf römischen Ruinen ließ Erzbischof Gebhard um 1070 eine erste einfache Wehranlage errichten. 1088 starb Gebhard auf Hohen Werfen. Die erste Wehrmauer schützte die Anlage. Konrad von Abendberg veranlasste umfangreiche Baumaßnahmen. Der Grundriss des Palas erhielt seine heutige Größe. Auch die Kapelle wurde umgebaut. Doch bereits wenige Jahre später folgten unter Eberhard II. Weitere Baumaßnahmen. Das Marientor entstand, der Zugangsweg erhielt eine Schutzmauer. Die Absicherung dieses Hofes und der Zufahrt erfolgte durch die Errichtung einer vorgeschobenen Bastion, die durch eine Wehrmauer mit dem Marientor verbunden wurde. Auch das Gelände vor dem Sperrbogen wurde durch eine Wallanlage gesichert. Die folgenden Jahrhunderte sahen nur wenige Baumaßnahmen. Dieser Zeit entstammt der zweite Sperrbogen. Die Bauernkriege allerdings machten auch vor Hohen Werfen nicht Halt. Die Burg wurde angezündet und beschädigt. Nun folgten unter Matthäus Lang umfangreiche Renovierungs- und Ertüchtigungsmaßnahmen. Die Gefahr einer türkischen Invasion drohte. Der Strohturm sicherte das Marientor. Der heutige Glockenturm wurde als runder, hoher Bergfried errichtet und erhielt ein Kegeldach. Der zweite Sperrbogen wurde durch die finstere Stiege mit der Kapellenbastei verbunden. Michael von Kuenburg errichtete den Fallturm als Gefängnisturm, ebenso den ersten Sperrbogen. Sein Nachfolger Johann Jakob von Kuenbelaschi jedoch formte die Anlage zu einer modernen Festung um, die der weiterentwickelten Waffentechnik standhalten kann. Kapelle und Palas, die inzwischen baufällig geworden waren, wurden gesichert und aufgestockt, erhielten die heute erkennbaren Stufengiebel. Der Pfauenschweifturm und Zwinger wurden angelegt und befestigt. Auf der Trasse des heutigen Schrägaufzuges wurde zum Materialtransport ein Reißzug angebaut. Die Innenburg wurde ebenfalls weiter ausgebaut. Kapellenturm, Kaplanstöckel und Feuerposto wurden errichtet. Der erst 25 Jahre zuvor errichtete Bergfried wurde abgetragen, der Glockenstuhl mit der Laterne gebaut. Auch das Zeughaus entstand im Zuge dieser Baumaßnahmen. Parallel dazu wurden die äußeren Befestigungsanlagen ertüchtigt. Der Salzachturm wurde gebaut, ebenso der Wallerturm als Verstärkung des zweiten Sperrbogens. Die vorgelagerten Basteien und Wehrmauern wurden erhöht. Es folgte die Errichtung des Lindenhäuschen in der heutigen zweiten Vorburg als Gesindehaus. Der Binderturm mit Wehrmauer und Bau der Wehrmauern zwischen Wallerturm, erstem Sperrbogen und Kapellenbastei. Es folgte das Fürstengartel. Der Dreißigjährige Krieg bedeutete eine enorme Weiterentwicklung in der Waffentechnik. Erzbischof Paris, Graf von Lodron, der auch in der Festung Salzburg umfangreiche Baumaßnahmen initiierte, reagierte in Hohen Werfen mit dem Bau zweier Türme als Pulvertürme. Diese waren vor der Burg errichtet worden, damit sie im Falle einer Explosion nicht die Bauten zerstörten. Auch erfolgte der Bau der Zisternen, um die Burgbesatzung im Falle einer Belagerung mit Wasser versorgen zu können. Die folgenden Baumaßnahmen dienten ebenfalls der Absicherung der Burganlage, überwiegend an den ersten Sperrbögen. Danach endete die Bautätigkeit in Hohen Werfen für annähernd 250 Jahre. 1842 explodierte der Rupertturm und wurde nicht wieder aufgebaut. Lediglich das Loch in der Burgmauer geschlossen. Erst Erzherzog Eugen von Österreich leitete um 1900 weitere Baumaßnahmen ein. Es entstanden nicht nur die Prachträume des Palas, er stockte das Zeughaus auf und erneuerte den ersten Reißzug. Inzwischen ist Schloss Hohen Werfen im Besitz des Landes Salzburg und seit 1987 touristisch erschlossen. Und so dient die letzte große Baumaßnahme, die Errichtung des heutigen Aufzugs, touristischen Zwecken.
Auf einem markanten Felskegel hoch über dem Salzachtal thront die Burg Hohenwerfen. Umgeben von den mächtigen Gebirgsstöcken des Hagen- und Tennengebirges kam diesem Bollwerk seit jeher eine wichtige strategische Funktion zu. Hohenwerfen ist eine Gründung aus dem Jahre 1077. Im Laufe der Geschichte hat sich die Bedeutung von der militärischen Wehranlage zur kunst- und kulturhistorisch interessanten Erlebnisburg für die ganze Familie gewandelt. Wem der Anstieg zu Fuß zu mühsam ist, der kann die Burg in knapp 2 Minuten mit einem Schrägaufzug erreichen. Von Mai bis Oktober ziehen Greifvögel über der Burg ihre Kreise. Seit 1994 ist auf Hohenwerfen der historische Landesfalkenhof beheimatet. Von Berufsfalknern werden dem Publikum Beispiele der klassischen Falknerei vorgeführt und verschiedene europäische Greifvögel präsentiert. An Samstagen, Sonn- und Feiertagen gibt es häufig Sonderprogramme mit historischer Hof- und Jagdmusik und mit fürsterzbischöflicher Jagdgesellschaft. Die Besucher erwarten dabei prächtige Kostüme, die hohe Schule der Falknerei zu Pferde und ein Hauch von Mittelalter. Wer sich nach einer solchen Vorführung noch eingehender informieren will, kann dies auf einem Greifvogel-Lehrpfad oder im ersten österreichischen Falknereimuseum im Wallerturm tun. An mehreren Wochenenden herrscht ein buntes mittelalterliches Treiben auf der Burg. Für die jüngeren Besucher findet an diesen Tagen ein spezielles Ritterprogramm statt. Und die kleinen und großen Gäste können sich in so mancher Kunst selber erproben. Gezeigt werden auch zahlreiche Schauhandwerke und atemberaubende Fechtszenen. In den sogenannten mystischen Nächten erleben die Gäste nach einem Landsknechtmahl eine gruselig spannende Nachtführung mit abschließender eindrucksvoller Feuershow. Als weiteres Highlight werden auch mystische Märchenwanderungen für Jung und Alt angeboten. Die Baugeschichte der Burg wird in einer musikalisch untermalten Inszenierung mit Lichteffekten im Kasemattengewölbe dokumentiert. Mächtig und imponierend ragt der Glockenturm empor. Hinter seinen dicken Mauern stößt man auf eine besondere Rarität: das alte Uhrwerk der Turmuhr aus dem ersten Viertel des 18. Jahrhunderts. Über 60 Stiegen kann man das Dach des Glockenturmes in 714 Meter Höhe erreichen. Mit einer Führung kann unter anderem auch das rekonstruierte Fürstenzimmer mit seiner schönen Zirbenholztäfelung besichtigt werden. Die Burgkapelle auf Hohenwerfen ist dem heiligen Sigismund geweiht. Teile des Baues stammen noch aus romanischer Zeit. Ihr heutiges Erscheinungsbild erhielt sie im 16. Jahrhundert. Bei Renovierungsarbeiten wurden an der Wand eines Seitenschiffes romanische Fresken freigelegt, die Ritter und Heilige darstellen. Durch einen Gang und über eine Stiege gelangt man in eine der mächtigen Bastionen gleich unterhalb der Kapelle. Bei einem Rundgang darf auch ein Blick auf die Geschichte der Waffen im Zeughaus nicht fehlen.
Im Geschoss darunter informiert eine interaktive Ausstellung über die kulturellen und touristischen Schwerpunkte der Region Tennengebirge. Hohenwerfen bietet den perfekten Rahmen für Veranstaltungen aller Art, egal ob private Feiern, Firmenveranstaltungen oder volkskulturelle Feierlichkeiten. Die Burgschenke lässt für das leibliche Wohl keine Wünsche offen. Besonders beliebt sind die geselligen Ritteressen. Serviert werden deftige Speisen und auch für die stilechte musikalische Begleitung durch Spielleute und Gaukler ist gesorgt. Die Erlebnisburg Hohenwerfen bietet von April bis November ein spannendes und abwechslungsreiches Programm.